بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Des Öfteren hören wir den Vorwurf, der Islam würde den Menschen in der Freiheit einschränken. Und hier müssen wir natürlich die Frage stellen, was ist wahre Freiheit? Ist Freiheit, Dinge zu tun, die einem selber schaden? Oder ist es Freiheit, so wie man hier oft hört, die Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen anfängt? Was ist wahre Freiheit? Und in diesem Prinzip, nach diesem Prinzip sind wir Leute, die Menschen dazu einladen, den Islam zu praktizieren aus freien Stücken, weil sie überzeugt sind, dass der Islam sie im Diesseits und im Jenseits glücklich macht. Im Diesseits, wie Allah sagt in Sure 16, Vers 97, من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und im Jenseits selbstverständlich, wie wir an vielen Stellen im Koran hören, dass derjenige, der Gutes tut und gläubig ist, zu den Gewinnern gehören wird am jüngsten Tag. Also ist praktisch unsere Freiheit oder unser Aufruf dient dazu, Menschen dazu zu bewegen, aus freien Stücken mit Liebe zum allmächtigen Gott diese Religion zu praktizieren. Aber was ist die Freiheit, die wir hier erfahren? Welche Freiheit haben wir hier? Hier haben wir die Freiheit, die den Kapitalisten, die denjenigen, die den Markt in der Hand haben, nützt. Zum Beispiel gibt es Dinge, die verboten waren. Alkoholkonsum war beispielsweise im letzten Jahrhundert, Anfang bzw. nicht ganz am Anfang des letzten Jahrhunderts in Amerika verboten. Aber was ist passiert? Nachdem es so viel Druck gab, haben sie den Alkohol freigegeben. Ja, an Alkohol sterben jährlich in Deutschland 50.000 Menschen. Das heißt, man hat eine Lizenz oder die Freiheit, sich selber zu zerstören. 50.000 Menschen! Wenn 50.000 Menschen jährlich am islamischen Terrorismus sterben würden, dann hätte man wahrscheinlich alle Muslime schon ausgerottet aus Sicherheitsverkehrung. Rauchen, daran verdient der Kapitalist, an den Steuern etc. Rauchen, 150.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland am Rauchen. Das heißt, der Islam, im Islam ist das Verständnis von Freiheit nicht nur das Verständnis davon, dass die eigene Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit des anderen beginnt, sondern dass die Freiheit beispielsweise auch dort aufhört, wo man sich selber schadet. Aber in der hiesigen Gesellschaft wird einem eine gewisse Freiheit zur Selbstzerstörung immer gelassen. Des Weiteren werden andere Maßstäbe gesetzt, wo die Freiheit des anderen aufhört. Zum Beispiel sieht man das nicht an als eine positive Freiheit, dass sich eine Frau ja eine Hose anzieht, ja, wo man alles bei ihr sieht, die völlig aufreizend ist, und tanzt dann vor erwachsenen Männern her, die verheiratet sind, und versucht, diese Männer anzuturnen. Hier wird man dann sagen, ja, der Mann, der soll sich zusammenreißen. Fakt ist aber, dass der Mann auch einen gewissen Instinkt hat. Ja, es wird dann immer gesagt, ja, können die Männer sich denn nicht beherrschen, können die Männer sich denn nicht beherrschen? Tatsache ist, dass es anscheinend nicht so ist. Denn in Deutschland ist es so, dass 50% der Männer in einer Beziehung irgendwann mal fremdgehen. Und hier geht es darum, dass der Schutz der Ehe Vorrang hat vor den Gelüsten einzelner Menschen, die von der Schöpfung bewundert werden wollen. Das heißt, der Islam definiert hier die Freiheit, ja, dass die Freiheit der Frau, die irgendeinem verheirateten Mann gefallen will, dort aufhört, wo sie die Ehe bzw. Die Beziehung von Menschen gefährdet. Dort hört die Freiheit auf. Das heißt, hier wird die Freiheit anders definiert. Und ich sage ganz klar und deutlich, es wird immer erzählt, wir haben eine freie Welt und frei und frei und frei und frei und frei. Und für mich ist das alles Illusion. Denn wozu ist die Freiheit da? Um sich gut zu fühlen. Aber ist diese Gesellschaft die Gesellschaft, die sich am wohlsten fühlt?
die sich am besten fühlt. Ja, es stimmt. In arabischen Ländern gibt es auch Leute oder in den muslimischen Ländern, die den Islam nicht verstanden haben. Und es gibt Leute, denen den ganzen Tag durch das Fernsehen erzählt wird, wie toll und super die Menschen hier leben. Und wie oft ist es vorgekommen, dass dann Leute aus diesen Ländern nach Deutschland kommen und dann plötzlich sehen, hey, diese heile Welt, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ist gar nicht so. Wie gesagt, das sind Zahlen, das sind Statistiken. Alle 48 Minuten ein Selbstmord. Chronische psychologische Probleme. Jedes vierte Mädchen will eine Schönheitsoperation haben. Ja? Das sind Studien, die man hat. Das sind empirische Studien. Das sind Statistiken. 50.000 Alkoholtote jedes Jahr in Deutschland alleine. 150.000 Menschen, die am Rauchen sterben jedes Jahr. Zusätzlich noch, wie viele Menschen sterben beispielsweise an anderen Drogen? Wie viele Menschen sind völlig fertig mit den Nerven? Das heißt, die Freiheit, die so hochgepriesen wird, die hat anscheinend nicht funktioniert. Stattdessen gehen wir in Länder, die weniger entwickelt sind, wo es eventuell weniger Freiheiten zur Selbstzerstörung gibt, wo die Menschen glücklicher sind. Und das ist in den islamischen Ländern, das ist meine persönliche Erfahrung. Natürlich sind einige Leute sauer, aber die Wahrheit tut manchmal weh. Und wir Muslime müssen stolz darauf sein. Und wir müssen uns darüber freuen und an dieser Religion festhalten. Und ich mache die Erfahrung, dass diejenigen, die die Religion richtig praktizieren, auch wirklich glücklich damit sind. Und deswegen meine Botschaft an die Nicht-Muslime, ja, nicht nur die Oberfläche von Dingen betrachten, sondern versuchen, tiefgründig über den Islam nachzudenken. An die Muslime, seid stolz auf eure Religion, praktiziert diese Religion und lernt diese Religion und lehrt diese Religion und praktiziert diese Religion mit Liebe zum Allmächtigen Gott. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك